Jo Leute, was geht? Die Patch Notes sind da und ich habe die gerade schon einmal durchgelesen und da sind ein paar Sachen bei, die sind unfassbar nice. Ein kleiner Dämpfer direkt vorab. Zumindest habe ich es nicht gesehen, aber ich glaube, es ist kein neues Uber-Unique im Spiel. Aber jede Klasse bekommt ein Unique, einen legendären Aspekt und auch noch ein Unique für alle. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rein in die interessanten Details. Die Patch Notes habe ich euch unten verlinkt. Wenn ihr die selber einmal komplett durchlesen wollt, dann könnt ihr das da machen. Sind auch schon auf Deutsch da. Da könnt ihr dann nochmal komplett nachschauen, was alles gebufft, genervt wurde und so weiter. Weil ich kann hier nicht auf alles eingehen, weil dann wird das ein Stundenvideo, weil es wirklich viel ist. Ich gehe auf die paar Punkte ein, die mir ins Auge gefallen sind, die ich sehr, sehr cool finde. Und da gibt es einen neuen Aspekt. Wirkt ihr Basisfertigkeiten bei oder über 50% eures Ressourcenmaximums, verursachen sie 40 bis 80% erhöhten Schaden. Ich sage nur Furry Barb, Raserei Barb, der diesen Bonus durchgehend hat und damit dann, wenn es auf eine Zweihandwaffe geht, 160% mehr Schaden macht, weil die immer erhöhte Ressourcen haben. Dazu kommt auch noch was anderes gleich beim Barbaren, was komplett broken ist. Das ist schon mal sehr nice. Dann haben wir direkt den nächsten Aspekt, Aspekt des Molochs. Finde ich auch übelst nice. Gibt euch Rüstung und dafür ist Entrinnen die Abklingzeit erhöht. Entrinnen brauche ich sowieso nicht so unbedingt, aber dann Rüstung dafür zu bekommen. Ich weiß nicht ganz genau, was die Zahlen hier bedeuten. Das ist natürlich nicht flat 0,75, das macht keinen Sinn. Das wird wahrscheinlich prozentual sein oder ich weiß nicht, irgendwas. Also wir wissen noch nicht für viel, aber man kriegt Rüstung, wenn man dafür mehr Abklingzeit von da drin hat. Auch sehr cooler Aspekt. Und dann was ganz Verrücktes, die haben Ring des sternlosen Himmel, geschmolzenes Herz von Selig angepasst. Geschmolzenes Herz von Selig, das war uns ja klar, dass da was angepasst wird, aber nicht in diesem Umfang. Aber dass sie auch das Uber-Unique Ring der sternlosen Himmel anpassen, wahrscheinlich weil es A niemand gespielt hat und B, dass niemand wollte. Deswegen gehen wir da einmal komplett durch, was sich da geändert hat. Wie es vorher war, wissen wir ja, das Wirken einer Kernfertigkeit verringert die Ressourcenkosten eurer nächsten Kernfertigkeit um 12% bis maximal 40%. Sobald ihr was anderes einsetzt als eine Kernfertigkeit, wird das zurückgesetzt. Und jetzt neu ist es, das Ausgeben von Ressourcen verringert eure Ressourcenkosten und euren Schaden und erhöht euren Schaden 3 Sekunden lang um 10% flat und das bis zu 40%. Das heißt, wenn ihr Ressourcen ausgebt, habt ihr A mehr Schaden und ihr verbraucht auch weniger Ressourcen. Also Win-Win und da wird auch nichts zurückgesetzt oder so. Das Ganze geht dann immer maximal 3 Sekunden. Also kann man davon ausgehen, dass man flat immer 40% erhöhten Schaden hat und flat 40% reduzierte Ressourcenkosten. Damit könnte ich mir vorstellen, ist Ring der sternlosen Himmel übel bastet. Geschmolzenes Herz von Selig hatten wir schon in der Season 2 gewusst, dass sich da was ändern wird, aber nicht in diesem Ausmaß. Also erstmal alle Werte wurden mal 2 genommen. Wir können mal gerade hier das Herz von Selig einblenden, weil ich habe die Werte gerade auch nicht auswendig im Kopf. Die werden mal 2 genommen. Dann wird Schaden von Kernfertigkeiten rausgeschmissen. Dafür kommt Bewegungsgeschwindigkeit rein. Finde ich an sich eigentlich ganz gut. Passt auch wieder ganz gut zum Furry Barb, auch wenn man da eigentlich einen anderen Talisman braucht. Aber Kernfertigkeiten, wenn man jetzt keine Kernfertigkeiten spielt, braucht man vielleicht mehr Bewegung. Kann man bestimmt einen guten Bild spielen. Schaden im gesunden Zustand auf 3-mal des normalen Werts, was ja Sinn macht, weil ihr ja so gut wie immer gesund seid mit Herz und Selig. Und jetzt die einzigartige Eigenschaft. Vorher, das kennen wir ja, Ressourcenmaximum wurde um 30 erhöht. Und wenn ihr Schaden erleidet, dann wurde 1% eure Ressource entzogen. In diesem Fall 3 Ressourcen. Und neu ist es, das Ressourcenmaximum ist um 60 erhöht, also doppelt so viel, das ist schon mal krass. Und 75% des erlittenen Schadens entzieht jeweils 1% Leben. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, 100 Schaden reinkommt von einem Gegner, werden 75% davon aufgehalten von Herz von Selig und 25% werden trotzdem auf euer Barriere, auf euer Leben und so weiter draufgerechnet und euch abgezogen.
und mit eurer Rüstung wahrscheinlich alles irgendwie subtrahiert. Und ihr kennt Mathe von Blizzard, ist sowieso verwirrend, aber wird nicht mehr zu 100% aufgefangen, sondern nur noch um 75%. Dann hatte ich ja gestern schon angekündigt, dass sie was an Überwältigung ändern. Und hier weiß ich nicht ganz genau, was das bedeutet, aber insgesamt ist sowohl die Stählung als auch das Überwältigung von eurem Leben wurde von 2% auf 1% reduziert. Also ein 50% Nerf ist schon relativ viel. Was ich mich dann frage, ist, was ist mit den Überwältigungs-Affixen auf den Gegenständen und in den Aspekten im Paragon-Board und so weiter? Wurde da was angepasst? Dazu habe ich leider nichts gesehen. Vielleicht habe ich es übersehen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber wenn das der einzige Nerf ist, der einzige für das Überwältigen, dann ist es gar nicht so schlimm und noch vollkommen im Rahmen, weil man durchaus auch Überwältigungsbuilds hatte ohne Stählung und ohne dass man 30.000 Leben hatte. Also das ging auch ohne dass man so viel Leben und Stellung hatte. Der Barbar bekommt ein neues Unique, das ist für mich nicht so spannend. Und einen neuen Aspekt. Aufwühlen überwältigt alle 25 Sekunden und gegen Bosse und Elite-Gegner 4 Sekunden weniger. Das heißt, man kann eventuell mein Aufwühlen-Bild noch krasser spielen und hat noch eine Überwältigungsquelle mehr. Finde ich sehr cool. Und das hier ist das, was ich meinte. Im Paragon-Board wurde die Glyphe Marshall angepasst. Und zwar verringert Marshall jetzt nicht mehr andere Ruffertigkeiten, sondern alle anderen Abklingzeiten. Und das ist bastet. Wenn ihr alle drei Rufe habt und alle drei zündet, wird alles andere um 12 Sekunden reduziert. Das ist schon sehr, sehr krass, finde ich. Dann wurde eine Sache angepasst hier, Ressourcenaspekt. Das war ja vorher, dass ihr, wenn ihr eine Ruffertigkeit zündet, 2 bis 4 Wut pro Sekunde bekommt. Jetzt 6 bis 7 Wut pro Sekunde, also auch extrem krasser Buff. Ganz viele andere Buffs noch, was ich krass finde. Wurden auch ein paar Nerfs reingepackt. Wie gesagt, wenn ihr euch das genau angucken wollt, unten ist es komplett drin. Und jetzt kommen wir zum Druiden, Leute. Und da gibt es auch noch ein paar richtig coole Sachen. Das Unique, das hatte ich euch ja gestern schon vorgestellt mit dem Gewittersturm. Da bin ich sehr heiß drauf. Zusätzlich gibt es durch dickes Fell jetzt 10% mehr Stählung pro Rang, auch sehr krass. Bei den Geistersägen, bei Zorn der Vögel wurde was geändert. Und zwar ist der Schadensbonus für einen kritischen Treffer nun multiplikativ und nicht mehr additiv. Und Leute, das könnte busted sein. Ich glaube, das könnte richtig krass sein. Wenn der multiplikativ reinscheppert, kann das aber mal richtig viel Schaden bedeuten. Aspekt des Metamorphensteins, das ist das mit die Synergie mit dem Dolmenstein. Ihr erinnert euch mit dem Felsbrocken, der im Hurricane um euch rumkreist. Dort wird dann die Geisteskraftkosten von 50 auf 40 reduziert. Sehr gut, könnte eventuell den Bild auch wieder voranbringen. Bei dem Necro, bei dem Totenbeschwörer, ist mir nichts ins Auge gefallen, was ich krass fand. Schreibt da auch gerne was in die Kommentare, falls ich hier irgendwas übersehen habe. Viele kleine Buffs und Nerfs, aber nichts grundlegend krasses. Auch das Unique und auch der Aspekt finde ich nicht so krass, weil das Unique kümmert sich um die Blutlanze, was nicht so meine Favorite-Attacke ist. Und der Aspekt um Knochengeist, was auch relativ wenig gespielt wurde. Deswegen könnt ihr euch das gerne selber einmal durchlesen, aber hier ist mir nichts aufgefallen. Auch beim Jäger gibt es ein neues Unique und auch einen neuen Aspekt. Beide ergänzend, aber nichts Weltbewegendes. Könnt ihr euch selber durchlesen. Einmal, wenn ihr die ultimative Fertigkeit wirkt, verursacht die nächste Kernfertigkeit basierend auf eurer Energie, die komplett abgezogen wird, mehr Schaden und die Verwendung von Abklingzeit erhöht eure Energie wieder um 5. Und der Aspekt hat was mit der Verschleierung zu tun, mit Widerständen. Also ja, nicht so spannend. Und auch in den Buffs und Nerfs ist mir nichts Grundlegendes aufgefallen, außer dass sie die drei Bögen angepasst haben. Windmacht, Glückstrefferchance wurde erhöht. Himmelsjäger wurde übel viel geändert. Adlerhorn wurde geändert. Also Himmelsjäger und Adlerhorn, vielleicht nächste Season ein Unique, was man endlich wieder auf Fernkampf spielen kann. Überhaupt wurden alle. Also beim Jäger wurde, glaube ich, am meisten von allem angepasst. Ich glaube, man hat gesehen, dass der Jäger relativ wenig gespielt wurde und es hier angepasst wurde, vor allem die ganzen
Fernangriffe wurden hier angepasst. Sehr coole Änderungen. Lest euch die auf jeden Fall einmal durch, wenn ihr nächste Season vorhabt, einen Jäger zu spielen, damit ihr da up to date seid. Jetzt kommen wir zum Zauberer. Da hatten wir es Unica auch schon gesehen. Mit dem Meteor. Sehr, sehr cool. Könnte man eventuell ein Meteorenbild drauf spielen. Der Kugelblitz wurde natürlich angepasst. Der war ja allgegenwärtig letzte Season, beziehungsweise jetzt in Season 2. Der wurde natürlich angepasst. Und ansonsten auch relativ wenig bis nur kleine Änderungen, also nichts Gravierendes, zumindest mir nichts Gravierendes aufgefallen. Der Rest ist eigentlich mehr oder weniger schon bekannt, das mit der Höllenflut wissen wir ja schon. Hier steht leider immer noch nicht, ob die Höllenflut, die Glut zurückgesetzt wird. Da es nicht explizit hier genannt wird, würde ich fast davon ausgehen, dass sie zurückgesetzt wird, was ich sehr schade finde. Und dann wurde hier endlich, das sind für mich Hard Effects, wieso die das im Campfire Chat nicht einfach so sagen, verstehe ich nicht. Mit der destillierten Furcht würde es in Zukunft so sein, dass ihr bei einem Nightmare Dungeon über Stufe 30 immer eine destillierte Furcht habt und dann alle 10 Stufen mehr eine Chance habt, mehr als eine destillierte Furcht zu bekommen. Und bei Albtraum Dungeons über Stufe 90 kriegt ihr immer 3 destillierte Furcht. Das heißt, ihr macht 3 Dungeons Stufe 90 oder höher und könnt einmal das Ice Beast machen. Ich frage mich, wieso das so extrem gebufft wurde. Ich finde es gut, dass es gebufft wird, aber so extrem verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn ihr Albtraum Dungeons Stufe 90 laufen könnt, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auch schon genug Nightmare Dungeons gelaufen sein, um genug destillierte Furcht gesammelt zu haben, um Ice Beast genug herausgefordert zu haben, um alle Unix zu haben, die ihr wollt. Vor allen Dingen muss man da einen Dungeon durchlaufen und hat nicht nur einfach den Endboss wie bei Varshan oder Gregor. Deswegen, ich frage mich, wer danach gefragt hat mit der destillierten Furcht. Ich weiß, dass einige da Probleme hatten, die zu finden. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt ab Stufe 30 grundsätzlich fällt. Aber diese Erhöhung auf Stufe 90, dass man die dreimal bekommt, das verstehe ich nicht wirklich. Vielleicht habt ihr da eine Idee, wieso die das so extrem erhöht haben. Und es gab ganz viele Änderungen zu Gegenstandsmacht. Lest euch das am besten selber mal durch, wenn ihr das genau wissen wollt. Vor allen Dingen ging es ja darum, dass die Gegenstandsmacht beim Weltenboss und Duriel und bei den Endbossen zu hoch ist. Das wurde angepasst und dementsprechend in Nightmare Dungeons, die hohe Stufen haben, gebufft, wenn ich es richtig gelesen habe. Allgemein sollte das jetzt auf jeden Fall sich ein wenig organischer anfühlen mit der Gegenstandsmacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es sowieso nicht gejuckt, weil ich sowieso Duriel gemacht habe und dann haben wir eigentlich alle über Duriel die 925 Gegenstandsmacht Dinger uns geholt und jetzt sehen wir hier alle Monster über Stufe 144, das heißt Albtraum Dungeon plus 90 sind jetzt immer 925, bedeutet nicht, dass sie Duriel und den Endboss reduziert haben, sondern sie haben die anderen Quellen angehoben. Ob das jetzt euch und mich glücklicher macht, als es vorher war, weiß ich nicht. Insgesamt sehen wir ja hier schon, zum Beispiel Monsterstufe 125, extremer Buff. Vorher konnte man 845 kriegen, jetzt kriegt man 910. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Es ist ein Weg, das zu machen. Ich hätte es mir tatsächlich einfach andersrum gewünscht, dass sie die garantierten 925er vom Endboss und Duriel wegmachen oder viel seltener machen, weil es ja aktuell so ist, dass man von Duriel und von Weltenbossen immer 925 Gegenstandsmacht bekommt. Und das war ja eigentlich das Problem. Es war ja nicht das Problem, dass man in Nightmare Dungeons da ein wenig oder relativ viel farmen musste, um sowas zu bekommen. Und ich finde es auch nicht gut, dass Builds einfach grundsätzlich alle Items auf 925 Gegenstandsmacht haben. Da fand ich es in Season 1 schon schöner. Da hat es auch viel mehr Wert gehabt, wenn man eine 820er Waffe oder ein 820er Unique hatte. Das fühlt sich jetzt leider nicht mehr so krass an, weil das einfach jeder hat. Und hier sehen wir es auch nochmal. Duriel bleibt unverändert, da ist immer 925er fallen. Also anstatt die 925er zu reduzieren, haben sie einfach alle anderen Ressourcen, alle anderen Quellen angehoben. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich hätte es gern andersrum gehabt, weil es sich da ein bisschen belohnender anfühlt, wenn man da mal eine 920er, 925er Waffe hat. So wird es wieder sein, dass wir am Freitag nächster Woche wahrscheinlich schon in Duriel reingehen und 925er Gegenstände holen und die und unserem Bild damit einfach anpassen. Vor allem, weil man sagen muss, Duriel ist halt auch nicht schwer zu bekämpfen. Höllenflut ist jetzt immer, das heißt, wir kriegen da unfassbar viele
Scherben, Warschan, Eier ist sowieso kein Problem, weil auch Warschan nicht schwer ist. Dann laufen wir zu Duriel, der auch kein Problem ist. Ich habe auch nichts von einem Buff oder so gehört von Duriel. Der ist also wirklich keine Herausforderung. Da kommt dann irgendein roter Baba um die Ecke und one-shottet den. Und dann haben wir die 925er Gegenstandsmacht-Items. Das kriegt auch ein Casual sogar hin, würde ich behaupten. Also, ja, für mich ist es der falsche Weg, aber es ist ein Weg, wie sie es hier gemacht haben. Und das war's. Leider kein Uber-Unik, das finde ich schade, aber ansonsten eigentlich keine Enttäuschung. Viele coole Änderungen, hätte ich gar nicht gedacht. Viele Uniques, viele Sachen wurden hier angepasst. Jäger wurde komplett gereworked. Barbar wurden zwei coole neue Sachen reingebracht. Auf den Druiden-Bild habe ich übelst Bock. Und ich habe allgemein Bock auf die Season. Wir gehen Dienstag sofort rein, 19 Uhr live auf Twitch. Wenn ihr da dabei sein wollt, mal Twitch abchecken. Ansonsten wie immer hier ein Follow dalassen, würde mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video und ganz wichtig, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Ich weiß, ist sehr durchwachsen. Die eine Hälfte findet es sehr cool, die andere Hälfte ist leider etwas enttäuscht. Was ich beides nachvollziehen kann. Bei mir überwiegt tatsächlich noch die Freude auf Season 3. Vielleicht auch, weil ich noch nicht so lange in diesem Diablo-Universum bin. Diablo 4 ist ja mein erstes Diablo, was ich so wirklich suchte. Vielleicht, wenn ich ein alter Diablo 2-Hase wäre, der Diablo 3 komplett durchgesuchtet hätte, sähe das vielleicht anders aus, aber vielleicht versteht er mich. Für mich ist das alles noch, sagen wir mal, neu. Und deswegen finde ich das alles sehr cool und bin gerne dabei bei dieser Journey um das Game. Immer Follow zu machen und zu sehen, was sich ändert und was neu reinkommt. Ich finde das sehr cool und ich finde es total spannend. Und ich freue mich auf Dienstag und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.